Einmal anmuten bitte, wie man so schön auf Deutsch sagt. Aus euch Türken wird ja eh nichts. Das ist ein Satz, den mein heutiger Gast in meiner Samsung Next Meets Interviewreihe von seiner Lehrerin gehört hat. Mein Gast heute ist Ersan Güneş, Gründer des Tech-Startups Intranav. Schaut rein. Ersan, merhaba, hoş geldin. Merhaba. Erzähl mal, wer bist du? Was machst du so? Ja, ich bin der Ersan Güneş, 35 Jahre alt, in Hofheim am Taunus aufgewachsen, aber gebürtiger Frankfurter. Habe Elektrotechnik, Informationstechnik in Darmstadt studiert. Dann eigentlich direkt nach dem Studium ein Startup aufgebaut, die Intranav. Das war 2014 und bis jetzt erfolgreich weitergeführt, ja. Und aufgebaut. Was macht Also Intranav? Unternehmer aus dem Herzen. Intranav ist sozusagen der Player, der alle Logistik- und Produktionsumgebungen digitalisiert. Also wir haben eine digitale Plattform, mit der man dann später als Kunde digitale Services seinen Kunden anbieten kann. Cool. Und Ersan, du hast einen Migrationshintergrund, kann man ja an deinem Namen schon so ein bisschen erahnen. Magst du uns ein bisschen was dazu erzählen? Genau, ich bin Schweizer. Nein, Quatsch. Ich bin Habe ich gehört, habe ich rausgehört. natürlich Türke, also Halbtürke eigentlich auch. Meine Mutter ist so aus der georgischen Gegend. Mein Vater hat damals den Entschluss gefasst, nach Deutschland rüberzukommen, zu studieren, hier was aufzubauen. Ist dann nochmal kurz in die Türkei zurück, hat meine Mutter geheiratet, ist dann mit ihr hergekommen, war dann selbst Unternehmer und ja, dann bin ich irgendwann 1985 auf die Welt gekommen. Und lebe sozusagen mit diesem Doppelherz, ne? Doppelherz, das ist ein sehr, sehr schönes Stichwort. Stimmt es, dass ein Lehrer mal zu dir gesagt hat, Ersan, aus dir Türken wird ja eh nichts? Ja, das ist leider sehr traurig, aber wahr, ja. Und zwar in der 10. Klasse hat meine Mathelehrerin zu mir gesagt, dass also aus den weißen Türken eh nichts wird und ich kann mir da jetzt keine große Hoffnung machen, also mein Traum, Ingenieur zu werden. Das wird eh nichts, ja. Und da dachte ich mir so, okay. Also von so jemandem auf der Straße das zu hören, ist das eine, aber dann von so einer Respektsperson, also ich habe einen sehr großen Respekt gegenüber auch älteren Menschen und auch vor so Autoritätspersonen, das war dann schon ein knallharter Schlag ins Gesicht, ja. Aber hat mich dann auch dazu gebracht, ganz anders zu denken. Was hast du denn Ja, angestellt, dass sie das zu dir gesagt hat? ja du. Eigentlich nichts, ja. War ganz, also ich war ziemlich gut in der Schule und nachdem sie das gesagt hat, sind auch meine Noten extrem abgekracht und war aber dann nicht so schlimm. Irgendwann war sie weg und ich konnte wieder alles auf die richtige Fahrt bringen, ja. Hast du das deinen Eltern erzählt damals? Ja, die sind ausgerastet. Kann ich mir vorstellen. Genau. Also es gab schon oftmals so Momente, ja, wo es dann heißt, ja, wer ist denn der Gemüsehändler? Aber das war dann Hast dann natürlich doch der. IT gemacht statt Gemüse, offensichtlich. Genau. Aber du bist in der Logistikszene. Genau. Hattest du denn in deinem Leben so eine Art Wendepunkt, also irgendwie ein Gespräch, ein wichtiges Gespräch, das dich geprägt hat, eine Person, die du kennengelernt hast, ein Ereignis, wo du sagst, das war irgendwie so ein ganz entscheidender Moment, bei dem sich so die Gleise vielleicht gestellt oder verstellt haben für mich? Ja, es gab so zwei Momente. Eigentlich erstmal, da war ich noch gar nicht auf dem Trip, irgendwas zu gründen. Da war ich nämlich im Praktikum vor dem Studium und war da irgendwie mit Servicetechnikern unterwegs, die dann in Frankfurt im Auto ihre Pause gemacht haben und haben eigentlich nur noch über ihr Leben gejammert. Und diese Leute waren halt Mitte 35, Mitte 30. Und da habe ich mir gedacht, okay, so kann ich auf keinen Fall enden. Und dann kam der Spruch, ja, hätten wir was in der Schule gemacht, dann würden wir jetzt ja auch im Anzug herumlaufen. Da dachte ich so, okay, das ist voll das, also abgefahren, ja. Und natürlich dann der Wendepunkt, als ich wirklich dann gefasst hatte, was zu gründen war, als ich meinen Professor für Sensorik kennengelernt hatte, den Professor Markus Heidt. Der hat mich wirklich stark gepusht und gefördert und schade, dass das nicht jeder so erleben konnte, ja. Ja, das ist ein guter Punkt, weil gerade so diese Mentoren, diese Personen fehlen ja vielen, vielen Menschen, jungen Menschen mit Migrationshintergrund. Ich kenne es aus eigener Erfahrung. Gibt es denn,
Also du hattest Glück, was das angeht, bist anscheinend auf die richtigen, auf den richtigen Menschen in dem Fall gestoßen. Wobei es sicherlich auch ein bisschen, würde ich jetzt denken, mehr als Glück ist. Du hast auch ein bisschen was dafür getan, um dahin zu kommen. Hattest du, ich meine, du hast jetzt ein sehr, sehr krasses Beispiel aus der Schule genannt, aber auch in deinem Leben danach. Gibt es so Herausforderungen, die du hattest, weil du diesen Migrationshintergrund hast? Oder war es jetzt eine Natürlich, sehr, sehr also krasse Ausnahme? Okay, ja. ja, also natürlich ist es immer so, dass man diesen Alltags, ich sag mal, Rassismus in Anführungsstrichen hat, ja, den darf man auch gar nicht leugnen, das tue ich auch nicht. Auf Basis dessen, dass ich Ersan Güness heiße, habe ich natürlich immer ein paar Nachteile und wenn man dann ausländischen Namen hat im E-Mail-Postfach, dann denkt man auch, okay, das ist Spam aus Fernost, ja. Aber nee, da sind tatsächlich innovative Ideen dahinter. Und ich glaube, das ist so der Filter, den die Leute vielleicht mal ein bisschen challengen sollten, dass die Welt jetzt eine ganz andere ist als wie vor 20 Jahren. Ja, und das wird ja auch immer besser. Also dadurch, dass alle mit gemischten Klassen aufwachsen, ist das ein ganz anderes Mindset heutzutage. Ja. Absolut. Und hast du eine Erklärung dafür, dass wir verhältnismäßig sehr wenige Gründer in der Tech-Szene mit Migrationshintergrund haben? Ja, ich denke, das liegt daran, dass das aus dem Hause nicht direkt so mitgegeben wird. Ja, es ist ja kulturell bedingt, sage ich jetzt mal vorsichtig, dass man sagt, geh in eine große Firma, hab einen sicheren Job und heirate, mach eine große Familie. Ja, so kann es natürlich dann oftmals ablaufen. Aber da wird sich wahrscheinlich auch in der Zukunft was ändern, wenn es heißt, ja, guck dir die erfolgreichen ausländischen Entrepreneure an und werd auch so einer, bring die Milliarden nach Hause. Ja. Mama braucht einen Benz, also plakativ gesagt, ja. Aber tatsächlich liegt es wahrscheinlich daran, dass es einfach nicht von aus der Wiege her mitgegeben wird. Ja. Ist ja selten der Fall, aber gerade denke ich bei dem Migrationshintergrund ist es selten. Ja. Absolut. Hättest du einen Tipp für junge Menschen mit Migrationshintergrund, die eine eigene Firma gründen wollen, gerade im Tech-Bereich? Ja, definitiv. Also ich würde mich umschauen nach erfolgreichen Gründern oder auch Geschäftsführern, die einen an die Hand nehmen können. Und ich würde auf jeden Fall empfehlen, ein Netzwerk aufzubauen mit wirklich erfahrenen Personen, 40 plus, 35 plus, die schon mal auch was auf die Nase bekommen haben, gescheitert sind, die einem da wirklich wertvolle Tipps geben können. Ja. Und die müssen nicht zwingend Migrationshintergrund haben, oder? Also wenn du jetzt zum Beispiel von deinem Beispiel, das du eben erzählt hast, das war jetzt kein Mensch mit Migrationshintergrund. Das ist ja. Nein, nein, ganz und gar nicht. Also ist egal. Ja. Du bist vielleicht ein wenig exotisch, weil du einen Migrationshintergrund hast und Gründer in der Tech-Szene bist. Aber es gibt noch etwas, das dich so ein bisschen exotisch macht. Und das ist, dass du Tech-Gründer bist, eine Firma erfolgreich aufgebaut hast und einen sehr technischen Hintergrund hast. Weil es ist gerade in Deutschland ist das noch nicht gang und gäbe, dass wir viele Menschen mit einem sehr soliden Tech-Hintergrund, Ingenieure sehen, die tolle Companies aufbauen, sorry für mein Englisch, die tolle Firma aufbauen, während das in den USA total normal ist. Ja, also viele CEOs dort haben einen Engineering-Background. Wie war es für dich schwer, als Ingenieur ein Unternehmen zu gründen? Was waren da so deine größten Herausforderungen? Es war sehr einfach, ein Unternehmen zu gründen. Nur was ein Startup ist, wusste ich zu dem Zeitpunkt gar nicht, als ich gegründet habe. Der Begriff war komplett neu. Ich wollte einfach eine GmbH gründen, um mein Produkt zu verkaufen. Und ich denke, das war ein großer Vorteil, dass ich Ingenieur bin, weil ich sozusagen auch meine Zielbranche sehr gut kannte und auch von den technischen Anforderungen und ich wusste, dass das Produkt Relevanz finden wird. Ich denke, jemand, der keine Ahnung hat von Technik, aber dafür viel Ahnung von Businessplan bauen und Geschäftsmodellen, der hat dann vielleicht da ein bisschen die Schwierigkeiten. Und die beste Kombination ist natürlich, wenn einer vom Markt und vom Finance auf jemanden vom Markt mit der Technik trifft. Ich denke, das sind die optimalen Gründerteams. Daher sage ich auch im späteren Verlauf, war es sehr wichtig, dass ich jemanden mit Sales-Erfahrung kennengelernt habe. Hatte, weil ein Techniker ist nicht unbedingt der beste Salesman. Weil es kommt nicht immer auf die Technik an, sondern eher auf den Mehrwert beim Kunden. Und es fällt Ingenieur sehr schwer, das zu erklären. Ja. Kann ich bestätigen. Letzte Frage. Hast du Tipps für Menschen mit technischem Hintergrund, für Ingenieure, für Softwareentwickler, die eine coole Idee haben und daraus ein Business machen wollen oder drüber nachdenken zumindest? Genau, also ich würde da wirklich
die Innovation ein bisschen zurückstellen und schauen, wie kann ich dem Markt helfen, Kundenrelevanz erzeugen. Und erst wenn wirklich dieser Product-Market-Fit bestätigt wurde mit Geld oder mit Zuspruch, dann würde ich mich auf die Frage nach Finanzierung und Aufbau eines Teams da also mit diesen Fragen beschäftigen. Nicht vorher. Es gibt viele Leute, die wollen immer erstmal gründen und VCs Millionen reinsammeln und am Ende geht das mit dem Produkt gar nicht gut. Das ist tatsächlich Realität. Ja. Das ist tatsächlich die Realität. Ersan, vielen, vielen Dank, der Schickgulasch. Hat mich sehr gefreut. Danke sehr, auch von meiner Bis bald. Ciao. Bis dann, ciao.